Das ist die sogenannte Purpur-Maracuja oder auch Passionsfrucht genannt. Diese Sorte kommt jetzt aus Vietnam. Vietnam deswegen, weil es für mich eigentlich mit einer der besten Sorten ist. Eignet sich dadurch nicht nur zum So-Essen, sondern man kann auch daraus sehr gute Desserts basteln. Nummer 1 ist eine süße Verführung. Maracuja Sahne Sorbet. Der Exotenmüller vom Viktualienmarkt verrät seine Lieblingsdesserts. Zuerst eins mit Maracuja. Das Aroma steckt, sage ich mal, hauptsächlich im Fruchtfleisch, im Saft. Wenn man das Ganze halt dann die Creme macht. Wer ein bisschen Crunch haben will, der kann natürlich auch ein paar Kerne mit hernehmen. Ich mache das jetzt mal ohne Kerne, hebe mir aber dann die Kerne auf für hinterher. Ja, das kann man dann oben ein paar Kerne schön zur Dekoration oben mit drauf tun. Die Lieblingsdesserts vom Exotenmüller vom Münchner Viktualienmarkt. Nummer 1, ein Maracuja-Sahnetraum mit Zucker und Vanillinzucker verfeinert. Für das perfekte Mundgefühl löst Alexander Gelatine auf, vermischt sie mit Maracuja-Saft und hebt sie vorsichtig unter die gesüßte Vanillesahne. Warum ist das eigentlich eins seiner Lieblingsrezepte? Was ausmacht, ist eigentlich dieser Maracuja-Geschmack. Das ist einfach diese schöne, fruchtige, erfrischende Geschmack. Und ich liebe sie einfach, also auch vom Duft her. Für den Sorbet-Effekt für etwa 3 Stunden im Tiefkühlfach anfrieren. Zum Servieren und für den Crunch mit Maracuja-Kernen garnieren. Heute bei Abenteuerleben. Die Lieblingsdesserts vom Exotenmüller vom Viktualienmarkt. Süßes aus den Tropen. Hier kommt Nummer 2. Das ist die sogenannte Babyananas, kommt aus Mauritius. Der Vorteil von der Babyananas ist, man kann sie komplett hernehmen, auch in der Mitte den Strunk. Und sie ist vom Geschmack einfach wesentlich kräftiger, intensiver und süßer als wie die großen Ananas. Das zweite von Alexanders Lieblingsdesserts ist ein tropischer Obstsalat in der Babyananas. Aber wie soll man die Königin der Tropenfrüchte handhaben? Schönes scharfes Messer, grob die Mitte suchen. Und zwar hüllen wir die Ananas jetzt aus. Einfach am Rand. Dann kann man es schön vorsichtig Fruchtfleisch rausnehmen. Der Exotenmüller vom Viktualienmarkt zeigt uns heute seine Lieblingsdesserts. Eine saftig süße Mango nimmt er als kräftigen Farbtupfer für seinen tropischen Obstsalat in der Babyananas. Und dann haben wir hier noch eine gelbe Pitahaya. Das ist eine Art Verwandte der Drachenfrucht, bloß vom Geschmack einfach wesentlich intensiver und kräftiger. Und auch süßer. Und die hat so kleine Kerne drin. Und diese kleinen Kerne geben den Ganzen auch so einen netten kleinen Biss auch mit. Der Exotenmüller vom Viktualienmarkt zeigt uns seine Lieblingsdesserts. Für seinen tropischen Obstsalat mischt er Joghurt unter die bunten Früchte. Wer es nachmachen will, die Sorte ist egal. Exotenmüllers Favorit ist Joghurt mit feiner Vanillenote. Den fruchtigen Cocktail drapiert er dann in der Babyananas und topft mit Schokolade. So, dann, et voilà, fertig. Für jedermann ganz einfach, locker, flockig nachzumachen. Schnell, unkompliziert und schmeckt hervorragend. Und schon kommt Nummer 3 der Rezepte für Naschkatzen. Vom Exotenmüller. Jetzt wird's zitronig. Für ein Dessert am besten sind geeignet für mich einfach diese sogenannten Amalfi-Zitronen. Sind vom Geschmack her, vom Aroma her einfach die kräftigsten, intensivsten. Also wenn man gerade zum Beispiel das mal austesten möchte, einfach bloß mit dem Fingernagel ganz leicht anreiben. Da kommt einem schon dieser tolle, intensive Zitronengeruch entgegen. In Italien wird es auch ganz gern hergenommen für das berühmte Limoncello. Und daraus zaubern wir heute einfach ein relativ einfaches, schnelles Dessert, wo jedermann locker, flockig nachkochen kann. Und so lecker wird's. So holen wir uns den Urlaub nach Hause. Nummer 3 seiner Lieblingsdesserts. Zitronencreme aus Amalfi-Zitronen. Für das erfrischende Aroma holt Alexander alles raus aus der Zitrusfrucht. Deshalb verwendet er auch den Abrieb der unbehandelten Limone. Und ganz zum Schluss rühren wir dann noch, tun wir noch ein ganz kleines bisschen Kurkuma-Pulver dazu, dass diese Zitronencreme auch so diese ganz tolle Farbe bekommt. Nicht zu viel, sondern es soll ja bloß von der Optik, von der Farbe etwas mehr Gelb geben.
Das leichte Joghurtdessert nach Belieben süßen. Ein bisschen Gelatine verhilft zur fluffigen Form. Der Exotenmüller vom Viktualienmarkt verrät uns heute seine Lieblingsdesserts. Das ist Zitronencreme aus Amalfi-Zitronen, den wohl aromatischsten Zitronen der Welt. Und wenn man mag, dann kann man nochmal von der Zitrone einfach ein kleines bisschen was von der Schale wegschneiden. Dünne Streifen schneiden. Heute bei Abenteuerleben die Lieblingsdesserts vom Exotenmüller vom Münchner Viktualienmarkt. Hier kommt Nummer 4. Das sind die Kumquats. Die kommen momentan aus Spanien. Das ist eine so richtig schöne, süß-säuerliche, aromatische Frucht, hat diesen kräftigen Orangengeschmack. Eignet sich zu sehr vielen Desserts. Dazu kann man es ein bisschen, sage ich mal, ja, aufpeppen oder tunen. Hier kommt Alexanders Lieblingsdessert Nummer 4. So, Dalla, ich glaube, euch werden gleich die Augen aus dem Kopf rausfallen. Und zwar mache ich heute Apfelkirchel mit einem leichten exotischen Touch. Und zwar mit beschwipste Kumquats. Aber wie macht man Zwergorangen leicht betrunken? Einfach mit einem Zahnstocher. Richtig schön, kräftig, wild. Anpieksen, damit sie auch dann hinterher so richtig schön beschwipst sind. Dann schnell weiter zu den Apfelküchlein. Das ist jetzt ein Brabant-Apfel. Das ist ein so richtig schöner, süß-säuerlicher, leicht knackiger Apfel. Aber aufgrund dessen, dass das noch eine alte Sorte ist, ist er nicht zu saftig, sondern so ganz leicht mürbig. Denn bei zu saftigen Äpfeln würden dem Exotenmüller die Kücherl in der Pfanne davonschwimmen. Und wie mundet die beschwipste Kumquat? Diese Orangenlikör mit diesem süß-säuerlichen Geschmack von der Kumquat, das harmoniert einfach hervorragend. Exotenmüllers Apfelkücherl mit Vanilleeis und beschwipsten Kumquats. Schnelle Deko gefällig? Puderzucker. Der Exotenmüller vom Viktualienmarkt gibt seine Lieblingsdesserts preis. Hier kommt Nummer 5 und das schmeckt so richtig nach Urlaub. Das ist die Mango, das ist die sogenannte Palma-Mango aus Brasilien. Zeichnet sich einerseits von ihrem Geschmack ab, also es ist eine richtig schöne, süße, aromatische Mangosorte. Vorteil von ihr ist, sie ist gleich kurzphasig und diese Kurzphasigkeit werden wir dann einfach später nutzen für unseren Klebereis mit Mango, Zimt und Kokosnussflocken. Der Exotenmüller verwendet Flugware. Diese Mangos reifen volle 3 Monate am Baum. Deshalb haben sie ein kräftig gelbes Fruchtfleisch. Klebereis mit Mango, Zimt und Kokosnussflocken. Mal was ganz Besonderes. Kein Dessert mit Alltagsobst. Aber genau das Richtige, um Fernweh zu stillen. Stücke natürlich kann man je nach Belieben dementsprechend groß oder klein machen. Ich mache es gerne ein bisschen größer, weil ich ganz gerne immer, wenn ich dann die Milchreis esse, schönes großes Stück Mango im Mund haut. Das heben wir uns dann auf für später dann, für die Dekoration. Für den exotischen Touch kocht Alexander Milchreis nicht in normaler Milch, sondern in Kokosnussmilch mit etwas Wasser. Um den ganzen der exotischen Note beizubehalten, ein bisschen Zimt. Je nach Bedarf und nach Belieben. Und zum Süßen einfach, dass das Ganze so passend dann eine schöne Nachspeise wird, nehme ich immer ganz gerne dazu Ahornsirup. Ganz vorsichtig hebt Alexander die Mangos unter, denn er will ganze Mangostücke, keinen Mangobrei. Weil dann fehlt so dieser gewisse Kick. Der Exotenmüller vom Münchner Viktualienmarkt bringt uns mit seinen Lieblingsdesserts den Urlaub nach Hause. Und für die Südseesehnsucht hat er einen ganz besonderen Tipp. Oben drüber ein paar kleine Kokosflocken.
Damit es zu Hause auch genauso lecker gelingt, gibt's die Dessertrezepte auf kabel1.de. Probieren Sie es aus und seien Sie gespannt, was der Exotenmüller vom Viktualienmarkt das nächste Mal zaubert.